Shalom an alle, hier ist wieder euer Raptor HD und ich begrüße alle Far Cry Primal Freunde zu einer weiteren Episode von Far Cry Primal. Doppelt gemoppelt, klingt besser, ne? Ach nee, Spaß, okay. Also wir begeben uns erstmal außerhalb des Winjardorfes. Letztes Mal hat ja Ul angegriffen, die kleine Schwuchtel. Und so wie es aussieht, hat jetzt der Krieg richtig losgelegt. Das heißt, es geht in die nächste Runde für uns. Wo ist eigentlich mein Hund? Ich glaube, im Bestienmenü ist der momentan noch. Ja. Und der Plan für heute ist nur ein bisschen Fähigkeiten sammeln. Und vor allem eine weitere Bestie zu zähmen. Und ich weiß auch schon ganz genau, was für eine. Nämlich einen Leoparden. Es wird zwar nicht ganz einfach, aber wir versuchen es mal. Was haben wir hier? Ein Lagerfeuer. Ah ja, okay. Unsere Karte hat sich auch stetig erweitert. Wir haben ein paar neue Gesichter hier. Wir haben einmal hier Karosch den Kriegern, der offenbar irgendwie sowas wie eine Art Käppi auf hat. Kommt er aus der Zukunft oder warum hat er sowas? Ich weiß es nicht. Oder ist das ein Stirnband? Ich habe echt keinen Plan. Das ist eine Höhlenmission, da Hirsche, da sind Yaks. Hier oben gibt's Yaks. Ach du Schande. Da ist Jaguar. Ein paar Nakuti-Leuchtfeuer müssten wir dafür auch noch freischalten. Das heißt, wir machen wahrscheinlich erstmal eine Schnellreise irgendwo hin. Ha! Geht nicht. Okay, gut. Ich habe hier irgendwie keine Schnellreisepunkte freigeschaltet. Machen wir das mal lieber. Hier oben nämlich. Na, okay, da müssen wir erstmal weit laufen. Passt schon, passt schon, passt schon. Je mehr wir ja freischalten, desto schneller können wir uns ja durch Oros bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Besonderheiten Schnellreise Ruheplatz Lager. Aber ich schwöre, ich hatte doch hier mal irgendwo schon irgendein Lager freigeschaltet da oben. Besonderheit ist aber nur Wiederauferstehungspunkt. Oh, schade. Okay, dann mal auf zum Nakuti-Leuchtfeuer hier. Währenddessen jagen wir etwas, weil unsere Beutetasche ist low on arms. Und Rohstoffe ist natürlich auch wichtig. Das da unten ist Schilf. Gönnen wir uns erstmal. Ja, okay, Ziegenfett wäre auch nicht schlecht. Aber den habe ich jetzt halt verpasst. Bisschen mehr Schilf mitnehmen. Hartholz und Schiefer auch noch da oben. Ich finde das sehr gut, dass man das auf der Karte freigeschaltet hat. Das verkürzt einem die Arbeit enorm. Verlängert aber die Zickzackwege hier. Ich frage mich gerade, wo mein Hund ist. Also ich weiß ja nicht. Irgendwie hatte ich... Ich schwöre, ich habe den geholt. Ne? Also ich habe den eigentlich... Achso, alt halten wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ich halte alt gedrückt. Ich halte alt gedrückt. Ich halte alt immer noch gedrückt. Und es passiert nichts. Ist natürlich nicht ganz so toll. Ah, jetzt! Yay! Ja, komm mal her, Großer. Ja, feiner, ha? Ja, komm mal her. Na, du? Wie geht's denn? Ja, gut, ne? Ja. Okay. Zusammen mit ihm, weil wenn man wirklich so eine Bestie dabei hat, das macht halt die Arbeit und den Angriff natürlich doppelt so effizient. Ach, Mist, Alter, immer diese Flüsse hier. Ich hoffe, mein Hund kommt außen rum. Ja, was ist los? Ja, komm her, ja. Okay. Aktivieren wir mal wieder ausnahmsweise den Jägerblick und schauen, was wir hier haben. Da vorne haben wir was. Ruhig, Großer, ruhig. Ah, das geht ja auch. Sehr gut gemacht. Ja, fein. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Ich vergesse dauernd... Ja, fein hast du das gemacht. Hier. Kriegst ein Stück Fleisch. Wenn ich mal hier diesen Hirsch gerade ausnehme. Und ein bisschen Hartholz sammle. Ich höre Schritte.
Alderholz fast voll, dann stellen wir uns... Hä? Ach so, Alderholz ist fast voll. Ah, okay, ja. Aber nicht das Hartholz, was ich am meisten brauche. Da oben ist ein Udam. Zwei Udam. Nee, der rennt jetzt nicht ernsthaft zurück, oder? Nee, macht er nicht. Gut gemacht. Komm mit, nehmen wir die noch schnell aus. Ja, ich weiß, du magst die Udam auch nicht, ne? Ich auch nicht. Ich bin auch gerade wieder schnurstracks auf dem Weg zum alten Udam-Nest. Vielleicht bergen die da, machen die da noch gerade eine Bergungsoperation und holen die alten Sachen. Kann das sein? Auf jeden Fall, ich schnetzel hier mal Alderholz wie nichts. Und aktiviere mal meinen Jägerblick, damit ich hier immer eine Übersicht habe. Ja, da hinten nämlich. Haben wir schon wieder einen. Da unten. Nehmen wir am besten die Eule dazu. Ein bisschen Verstärkung tut sich immer gut. Moment. Ach so, da hinten. What the fuck? Ich bin einfach mal umzingelt von Feinden. Was ist denn hier los? Alter, es ist mitten im Wald. So, Angriff und tot. Ach ja, stimmt, ich könnte ja Stachelbomben auch abwerfen. So, du nimmst den da, ich nehme den anderen Typen da hinten, den anderen Kasper. Verdammt, oder auch nicht. Oh, nee. Das wird meine Bestie nicht überleben. Nein, meine Bestie ist tot. Und ich gleich auch. Ah, doch nicht. Alter. Erstmal Rotblätter nehmen, damit ich die Bestie auch wiederbeleben kann. Ach Mist, das ist noch ein Udam. Komm her, du Hurensohn. Bestie heilen, schnell. Komm. So. Kopfschiffe geben immer noch am meisten XP. Okay, so langsam müsste ich mal hier alles einsammeln. Was von den Leichen übrig ist. Auch Rothunde. Ist immer mal Tierfett dabei oder Fleisch. Es wird so langsam knapp, wenn ich ehrlich bin. Durchsuchen wir mal die Person hier. Aber es gibt ja immer genug Volltrottel, die man hier abballern kann. Wie man sieht. Naja, hast du fein gemacht. Na? Hast du fein gemacht. Haben wir zusammen Bären getötet. Ich meine, du bist fast draufgegangen dabei, aber... Ja, da guckst du weg. Hier, kriegst du auch eine Entschuldigung. Ne? Ja, fein gemacht. Och nee, halt dein Maul. Ruhig, Kleiner, ruhig, ruhig, ruhig. Wo knurrst du denn hin, Alter? Ist doch nix. Ganz ruhig, ja? Komm mit, ganz vorsichtig. Ich nehme mal gerade hier noch das Alderholz mit. Der Bär darf uns auf keinen Fall entdecken. Der ist nur an den Leichen interessiert. Also er hat irgendwie ein bisschen Hunger, so wie es aussieht. Verdammt, schon wieder kein Hartholz, ey. Ja, okay, ich hatte in den eh ein paar hundert Pfeile reingejagt. Vielleicht bekomme ich die alle wieder. Ich nehme mal gerade hier deinen Freund aus, ne? Du kannst mal da hinten bleiben, ne? Ja, ich weiß, dass du nervös bist. Komm mit. Ich bin auch nervös, wenn hier irgendwo Braunbären in der Nähe sind. Fettes Ausweichmanöver. Da hinten gibt es irgendwas. Ist irgendwie Bienenstamm oder sowas. Ja, Bienenstamm. Kann man noch eine Stachelbombe basteln. Nehmen wir mit. So, Holz, nehmen wir mit. Ziege, nehmen wir mit.
bin ja nur noch am durchgehend ausnehmen. Oh, ich sollte mich beeilen, bevor es Nacht wird. Ich habe so das Gefühl, es wird langsam. So, 400 Schritte noch. Langwierige Aktion. Aber ich sehe es mal positiv. Je mehr wir von diesen Teilen hier freischalten, desto mehr Schnellreisen haben wir. Das heißt, desto schneller kommen wir auch voran. Da ist schon wieder ein Schmetterling, der mich jetzt vollkommen irritiert hat. Ich dachte, er wäre wieder irgendein Vieh. Da ist noch so eine blaue Hand, die gibt ordentlich Experience. Also hier unten irgendwo. Mal sehen, ob ich zielgenau springen kann. Yes! Und hier gibt's nichts. Gut. Da ist die Hand. 255 Experience. Ist natürlich sehr gut. Noch eine bis zur nächsten Belohnung. Seid ihr gut? Bist du Freund oder Feind? Feind. Okay. Instant down, trash up. Greif du mal den ersten an. Ich nehme mir den Rest von hinten mit der Keule dieses Mal. Oh, Alter, in Jägerperspektive. So, down. So, erledigt, Nummer 1. Und Nummer 2 da oben irgendwo. Jetzt müsste ich mich mal heilen. Ist auch down. Okay. Ich frag mich, wie der von da oben da runterkommen will. Ah, hey. Bruder, was ab? Geh mal zum Dorf, da gibt's fette Belohnung und so. Da unten ist eine Mission frei geworden, die muss ich mir jetzt auch schnell ansehen, aber vorher möchte ich mir nochmal kurz bei den Fähigkeitenpunkten vorbeischauen. Verbesserte Gesundheit, Hocksprinten. Bewege dich in der Hocke schneller, drücke C. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Oder Ausruhzeit verkürzen. Das ist natürlich jetzt schwierige Entscheidung, aber ich bin ehrlich, ich bin mehr fürs Hocksprinten momentan. Ja, okay, richtig. Halt doch deinen Mund, Alter. Was ist los, Kollege? Hast du irgendwas gesagt? Ich habe nichts gehört. Okay, da hinten ist die nächste Mission. Muss ich entweder irgendwie helfen oder irgend... Erledigt. Ja, das war ja mal easy. Sehr gut, wir haben es geschafft. Rothund haben wir auch noch hier. Okay, und wieder ein paar Dorfbevölkerungsleute mehr und ein paar XP. Sehr schön. Und hier war noch irgendwo einer. Da. Ja. Ein neuer Dorfbewohner. Sehr schön. Es werden immer mehr, langsam aber sicher. Komm mit Hund. Wir sollten uns mal ein bisschen bewegen hier. Noch mehr Hartholz. Und da noch ein bisschen. Alter, hier ist ja alles voll mit Hartholz. Alles abrasieren. Alles hier. Nee! Das Mistvieh hat sich einfach bewegt. Im schlechtesten Moment. So Dreck, ey. Wie gerne hätte ich jetzt... Das wäre so, Alter, nee. Ich bin fertig mit der Welt. Und da ist jetzt auch noch ein Winger. Angriff. Wartet mal kurz. Okay, der nächste ist down. Alter, hier ist ja richtig viel Action.
So, und meine Bestie macht fast alles alleine. Oh, Kopfschuss gibt eh die Experience ohne Ende. Sag mal, wie viele kommen denn da noch, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ist fein, ne? Alles gut. Hier hinten war noch einer. Dem habe ich auch noch einen Pfeil reingejagt. Immer schön Leiche für Leiche abgehen. Könnte ja was Wichtiges dabei sein. Da ist schon der nächste Bastard. Jetzt nicht mehr. Was? Ich habe keine XP dafür bekommen? Was ist hier los? Hier ist noch einer. Hier ist Holz. Habe ich gehört. Einem nach dem anderen abgemäht hier. Alter, ich hinterlasse die Spur der totalen Verwüstung hinter mir. Das ist mega sick. Das ist schon wieder... Der rennt weg. Der rennt einfach weg. Egal, ist, ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Der rennt einfach weg. Da kommt Ziegen. Das heißt, da kommt möglicherweise auch ein Jäger noch dahinter. Ja, komm mit. Ist mich... Ist mir scheißegal, was da anders los ist. So, okay, schnell noch dieses Feuer hier entzünden. Ist ja schnell getan. Und dann sind wir durch. Bei dem Fall hätte ich auch ruhig abbrechen können. Bam. Ja, das Siegesgeheul gefällt mir. Und ein neues Leuchtfeuer freigeschaltet. 2 von 16 beanspruchten wir für das Ouija-Volk. Ist nicht wirklich viel. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Ich werde gerade erst warm, Leute. Ja. Plus 3 neue Dorfbevölkerung. Und minus 20 neue... Minus 200 Pfeile. Geschätzt. Okay, Jungs, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war's schon wieder. Und dann haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Far Cry Primal. Schaut auf jeden Fall mal auch bei meinen anderen Folgen vorbei. Hoffe, euch hat's gefallen und haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.